Wir müssen reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Aloy! Du bist es, oder? Hier drüben! Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten?
kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Da. Zieh sie an, wann immer dir danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Und das davor... Auch nicht. Ich sollte lieber ins Bett gehen. Diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Aufs Dach steigen. Am Anfang. Was? Hallo. Hey, Leute, hier drüben. Sollen wir etwas vergessen? Karst? Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Kaja nahm bei ihren Raubzügen vor 5 Jahren meine kleine Schwester mit. Urmutter, in Kürze segnen wir die Erprobung. Nicht. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Ja! Mörder und Versklaver! Hey! Erleuchtet, halt lass es. Das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Avad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Vielleicht sind die Kader gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Was bedeutet das? Vielleicht sind die Kader gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Dieses Mal ist Erzmutter Tirsa zu weit. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe.
Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Na, Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Ich stelle dich sogar meiner Schwester vor. Sie hat noch mehr Verbindungen als ich. Ich dachte, der Sonnenkönig hätte sie entführt und geopfert. Ha! Entführt? Ja. Getötet? Nein. Ein paar Karja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt Hauptmann der gesamten Garde. Eine tolle Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal bei einem Drink. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Sollen wir etwa vergessen, was die Kaja unserem Stamm angetan haben? Urmutter Kikoa Kraft. Ich bin ganz ernst Mutterlandsfassend. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Komm da runter! Sofort! Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle! Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren entzündet es nun. Rust zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn ich Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwimmend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht.
So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Sind wir gerade die Katja vorbeigelaufen? Da ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Er lässt Taten. Dieses Jahr wird auf dem Fest zu wenig gelästert. Letztes Mal gab es viel mehr Skandale. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Ah, du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch schlimmern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Bei meinem aber nicht. Und ich hatte ihn schon als Kind. Dann ist deiner wohl besser. Hier gibt es bestimmt viele Relikte. Schließlich habt ihr Nora Angst vorm Ruinenstöbern. Sie halten Ruinen für verflucht. Doch das ist nicht meine Meinung. Wenn bei den Nora Wissen als Fluch gilt, haben sie wohl recht. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Erinnert ihr euch an den Kerl, der letztes Jahr besoffen nackt ums Feuer getanzt ist? Ansatzweise eine Kriegerin, die ihre Mutter ist, wird sie gewinnen. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett, ausgestoßen, und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein! Jeder weiß, dass Tirsa die Ausgestoßene als Siegerin sehen will. Und Lansra will alles. Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oder? Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Bloß schade für dich, dass ich gewinne.
Ich habe ewig trainiert. Wenn du mich schlägst, werde ich Ausgestoßener für immer. Überschätze dich nur nicht. Du würdest nicht lange überleben. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Die machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Sieht aus wie ein Graser! Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Gut. Und nochmal. Da.
Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stark aus. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich doch um! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Jetzt nur noch bleib vorwärts. Da! Ich muss aufholen. Wer führt? Ich sehe nicht! War. Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon. Schneller. Nicht nachlassen. Oh, ich muss weitermachen. Die Aufgestoßene. Im alten Pfad. Ist sie irre? Gut. Ich hol auf. Die Ausgestoßene holt auf! Wie ist sie da raufgekommen? Das wird ganz schön knapp. Jetzt mach schon! Beeilung! Weiter so! Schlagen. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast's geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Zu viele. Wir haben keine Chance. Wir schaffen das nicht. Urmutter, hilf uns. Schnell, lauf rüber zum Seil. Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Kämpft weiter! Oder weglaufen! Oh nein, da sind noch mehr!
Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Die Eindringlinge! Das Menschen erledigen und jeden, der sie beschützt. Erledigt sie! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Vernichtet die Schänder! Jetzt! Runter, solange es noch geht! Komm zurück! Vala! Vala! Nein! Der Rotschopf stirbt jetzt! Alle vorwärts! Das wird zu schwer. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Gesicht zur Sonne, Kind. Yeah.
Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Aloy! Aloy! Überlebe! Dass sie dort ist, ist Blasphemie! Sie muss zu ihrer Mutter! Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich?